Ja, wir haben mit ca. 190 Teilnehmern dieses Jahr eine sehr erfolgreiche Tagung. Die Internationalisierung der Tagung mit der simultanen Übersetzung ins Englische, die Themen, die wir adressieren, die aus der Industrie kommen, mit dem autonomen Fahren, mit den Themen Elektrifizierung und Connectivity, treffen wirklich den Zeitgeist und damit das Interesse an dieser Tagung auch teilzunehmen. Für mich zeichnet sich die Tagung dadurch aus, dass es sehr viele interessante Beiträge gibt, man den Trend der Zeit mitgeteilt bekommt und man das eigene Unternehmen mitnehmen kann, ob man dann in die richtige Richtung entwickelt. Und natürlich macht einen großen Anteil auch die Gespräche in den Pausen oder in den Abendveranstaltungen, gute Gespräche mit Zulieferern, Partnern, Geschäftskunden aus. Das ist für mich eigentlich der wertvolle Teil auch bei dieser Veranstaltung. Wir als Firma Pröll, die ja schon jetzt die ganzen 11 Jahre mit dabei waren als Aussteller, zum Teil auch als Referent, finden die Veranstaltung weiterhin sehr erfolgreich, auch durch die Evolution der Themen. Die laufende Veranstaltung gefällt uns sehr gut, ist hervorragend besetzt mit Referenten und nicht zuletzt auch Teilnehmern, was uns als Aussteller noch sogar mehr interessiert. Wir haben ja bereits ein Netzwerk von Kunden, Interessenten und Mitlieferanten für dieses sogenannte Folienhinterspritzen. Für uns bisher ein sehr guter Erfolg. Allein die wachsende Anzahl der Teilnehmer an der Tagung beweist ja, dass die Tagung sehr gut ankommt. Der Branchentreffpunkt schlechthin ist, zeigt aber auch, dass die Folie im Bereich Automobilinnenraum einen wachsenden Stellenwert hat und auch in der Zukunft immer mehr haben wird mit Funktionsintegration etc. Und die Anzahl der Teilnehmer, auch die Vertreter der OEMs, der First Tiers hier vertreten, drückt schon aus, dass hier eine große Zukunft erwartet wird.